Hallo, mein Name ist Manuel Simon. Ich arbeite bei der Eagle GmbH und wir sind die Experten für Bodenverankerung. Wir kriegen ganz häufig Fragen: Mensch, so ein Erdnagel, ich habe hier mal den Erdnagel 25x800 mitgebracht, wie bekomme ich den eigentlich in die Erde? Erste Variante mit dem Vorschlaghammer ist jetzt eine 10 Kilo Variante. Erst in den Boden stecken, dann leicht mit dem Hammer draufschlagen, sodass der Anker im Boden leicht hält. Und wenn eine gewisse Stabilität erreicht ist, dann kommt der spannende Teil. Das kann der Wallet richtig super einmal ausholen und draufschlagen. Die zweite Variante ist, wie bekommt ihr einen Erdnagel in den Boden? Indem ihr nämlich einen Abbruchhammer verwendet. Das hier ist zum Beispiel ein Abbruchhammer von der Firma Wacker Neuson, der BHS65, wiegt knapp 30 Kilo, läuft mit Benzin und auch den könnt ihr verwenden, um einen Erdnagel einzuschlagen. Dafür braucht ihr einmal den Abbruchhammer und dann bei uns neu im Sortiment haben wir eine Rammhaube. Die gibt es einmal mit 60 mm Innendurchmesser, einmal mit 80 mm Innendurchmesser. Das ist hier der Stößel. Die werden dann nachher einfach ineinander gesteckt. Die Ramme kommt dann auf den Erdnagelkopf und damit kann der Nagel dann weiter eingetrieben werden. Als nächstes nehmen wir den Hammer runter und legen die Rammhaube in den Hammer ein. Wichtig nachher einmal runtersetzen zum Fixieren des Werkzeugs. Und jetzt starten wir den Hammer. Los geht's! Am besten mit zwei Leuten festhalten. Jetzt habt ihr gerade ein Problem gesehen, das tatsächlich auch draußen im echten Einsatz passiert. Es kann nämlich sein, dass ihr mit dem Nagel genau einen Stein trefft und sogar mit der maschinellen Eintrepphilfe nicht mehr weiterkommt. An der Stelle hilft nur eins, wirklich wieder Handarbeit mit dem Vorschlaghammer.